Es ist der große Überraschungshit in den USA und auch in Deutschland ist der Film Split auf Platz 1 der Kinocharts gestürmt. Und gemeinsam mit der Telekom spreche ich jetzt auch inklusive Spoiler über den Film, denn es gibt nicht nur Dinge, die mir gefallen, sondern auch einiges, was mir nicht gefällt. Ich starte erstmal mit einem Pro-Argument und das hat einen Namen, nämlich James McAvoy. Jeder, der Fan von ihm ist oder allgemein an Schauspielkunst interessiert ist, der wird dort seine Freude haben, denn er schafft es eben nicht nur, diverse Identitäten vor der Kamera glaubhaft zu zeigen, sondern teilweise sogar im selben Take binnen einem Bruchteil von einer Sekunde diese Rollen zu switchen. Und das ist alleine schon ziemlich aufregend zu sehen, wie ein Schauspieler so etwas umsetzen kann. Und dafür gibt es von mir für Split auf jeden Fall den Daumen nach oben. Wenn man sich aber das Marketing von dem Film anschaut, macht er eben total unnötig auf dicke Eier. Der verspricht mir 23 Identitäten und eine 24. die jetzt bald ausbrechen soll. Ich sehe im Film aber nur 8 davon und die sind dann auch im Abspann vermerkt. Und da stellt man sich die Frage, okay, warum haben die das gemacht? Natürlich, 23 Identitäten werden für den Zuschauer viel zu unübersichtlich im Film, aber warum kündigt man nicht auch einfach nur 8 an? Ich meine, es ist doch auch schon absurd, 8 verschiedene Menschen oder Identitäten in einem selbst zu haben. Das reicht doch. Stattdessen hat man wie so eine Mogelpackung und bekommt eben weniger, als einem versprochen wird. Und das finde ich dann schon unnötig, denn ich war beim Filmschauen etwas enttäuscht, nachdem ich gemerkt habe, dass er immer wieder zwischen denselben Charakteren hin und her switcht. Das ist eben eine Mogelpackung und das ist unnötig. Was ich dem Film wiederum hoch anrechne, und das habe ich auch bereits im Faktenspecial zum Film gesagt, ist, dass diese dissoziative Identitätsstörung wirklich versucht wird, so wissenschaftlich wie möglich zu zeigen und zu erklären und man eben überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, das mit Schizophrenie zu verwechseln. Dafür haben wir echt einige Momente und verschiedene Szenen bei der Psychologin, die auch gleichzeitig selber, ohne dass James McAvoy vor Ort ist, dem Zuschauer so ein bisschen was aus dieser ganzen medizinischen Welt erklären. Das finde ich erst einmal gut, dass man sich die Mühe macht, so ein Krankheitsbild eben wirklich komplett und im Detail zu zeigen, wenn natürlich auch für die Fiktion etwas überspitzt. Und genau da kommt dann auch das Problem, was ich mit dem Film habe, nämlich der Wechsel in diese Fantasy-Welt, als der 24. Charakter ausbricht. Denn das hat natürlich nichts mehr mit dieser Krankheit an und für sich zu tun, weil der Körper sich ja plötzlich auch verändert. Und spätestens in dem Moment, als James McAvoy auf einmal an dieser Wand und an dieser Decke rumkrabbelt, musste ich eben lachen und da hat der Film mich komplett verloren. Dadurch, dass er all das, was ich vorher gesehen habe, ad absurdum führt. Kann man natürlich jetzt sagen, so Moment mal, das ist doch gerade das überraschende Element. Ich fühlte mich beim Schauen aber eigentlich eher fahrisch, denn ich musste mich durch ein, doch ehrlich gesagt, ziemlich langatmiges Mittelstück quälen, was dann am Ende eigentlich völlig egal war. Statt mich also mit der ganzen Theorie im Mittelstück zu langweilen, hätte man doch dort diesen Genrebruch schon früher kreieren können. Ja, ich weiß, ich habe gerade noch gesagt, dass ich es toll finde, dass man sich da Mühe gegeben hat, das Ganze aufzubauen. Wenn das aber keine Rolle spielt, dann muss ich mich da auch nicht durchbeißen und mich nicht durchkämpfen. Wieso erfindet man nicht einfach die Identität, die in der Lage ist, wirklich zu töten? Denn bislang hatte er offenbar keine Identität, die genau das hatte. Und das hätte mir ehrlich gesagt als Bruch schon gereicht, um auch wirklich Spannung zu erzeugen. Und genau da verliert mich eben der Film, dass ich die Glaubwürdigkeit in dieser eigenen Filmwelt nicht mehr verspüre. Zum Beispiel auch, als die Psychologin das Stoppwort lieber aufschreibt, um jemand anderem, nämlich unserer Protagonistin, den Tipp zu geben, sag seinen bürgerlichen Namen, dann ist er erstmal wieder ganz bei sich. Das schreibt sie nur auf und sagt es nicht, damit wir im Film so ein Show-Element haben, wie er sie umbringt und ja quasi in der Mitte durchbricht. So, das ist für mich so einfach so unnötige Show, um zu zeigen, so wow, wir sind ja doch total krass, statt dass sie einfach dafür sorgt, dass er für einen Moment wieder bei sich ist. Dagegen positiv zu bewerten ist definitiv die allerletzte Szene, wenn plötzlich auch Bruce Willis als Mr. Unbreakable wieder auftaucht. Das finde ich schon ziemlich geschickt und spätestens da checkt man dann ja auch, in welchem Universum dieser ganze Film zu Hause ist und dass es eben nichts mit unserer richtigen Realität zu tun hat, sondern dass es eben eher in dieser Mystery-Fantasy-Welt stattfindet, in der sowas Übernatürliches möglich ist. Das kann man machen, ich finde es auf jeden Fall auch ganz geschickt, aber da komme ich jetzt gleich noch beim Kontra dazu.
Jetzt kann man sich die Frage stellen, so, warum findet Dominik das sowohl gut als aber auch eher geht so? Denn spätestens, wenn wir jetzt wissen, okay, das spielt in dieser Welt von Unbreakable und wir haben jetzt hier auch Bruce Willis, stellt sich ja die Frage, wenn das auch so als Cliffhanger inszeniert ist, gibt es da einen dritten Teil? Werden die beiden sich jetzt in irgendeiner Art und Weise duellieren oder was wird da passieren? Und dann finde ich es irgendwie schade, wenn dieser Film mehr oder minder ein überlanger Trailer zu dem sein wird, was vielleicht kommen könnte oder kommen wird. Und da muss ich sagen, so, wofür brauche ich diese ganzen 90 Minuten, die mich eher irgendwo anders hinbringen, nur um dann zu sagen, Überraschung, das ist gar nicht das, was wir machen wollten, wir sind ganz woanders zu Hause. Also da fühle ich mich persönlich als Zuschauer verarscht und ich habe ja auch bereits in der Review gesagt, wenn man genau diesen Bruch nicht mag, dann wird man diesen Film auch eher schwach finden. Wenn man den allerdings mitnimmt und sagt so, nö, ich finde das gut, dann mag man den Film und dann wird man wahrscheinlich auch bei meinen Kontras eher nicht meiner Meinung sein. Von euch will ich jetzt aber wissen, so, wie habt ihr diesen Film selbst erlebt und wie ordnet ihr genau diesen Wechsel ein? Findet ihr das irgendwie cool? Hat euch das überrascht, aber auf positive Art und Weise? Oder sagt ihr so, puh, ja, Dominik, ich kann dich ein bisschen verstehen, dass du das jetzt nicht total aufregend fandest? Dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann können wir ein bisschen diskutieren. Sachlich, liebe Leute, ich kann sowohl die Pro- als auch die Kontraseite nämlich verstehen. Ansonsten empfehle ich euch noch andere Videos aus unserer Kooperation mit Entertain TV, zum Beispiel die Filmfehler. Da gibt es auch eine neue schöne Folge zu DC Comics, verlinke ich euch. Genauso wie die letzte Spoiler-Ecke, eine filmhistorischer Blick auf Triple X und verrückten Actionfilm. Schaut da gerne rein und dann sehen wir uns hier bald wieder in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.